Guten Morgen. Blasenentzündung ist heute das Thema. Das macht nämlich vielen Frauen tatsächlich das Leben zur Hölle. Und die haben dann irgendwann eine richtige Antibiotikum-Odyssee hinter sich. Das hat auch wieder weitreichende Konsequenzen. Das crasht irgendwann total. Das Darmmikrobiom, die Bakterienzusammensetzung dort stimmt überhaupt nicht mehr. Dadurch ist das Immunsystem geschwächt. Und es kommen da eventuell Bakterien vermehrt zum Zug, die überhaupt erst der Auslöser für diese wiederkehrenden Blasenentzündungen sind. Also es lohnt sich tatsächlich, wer da geplagt ist, einfach mal einen Mikrobiom-Check-up zu machen, ob man da vielleicht das ein oder andere ja, in seiner Dominanz reduzieren muss. Antibiotikum ist auch insofern jetzt möglichst zu vermeiden. Es gibt verschiedene und manche haben auch einen Einfluss letzten Endes auf eure Mitochondrien, auf eure Zellkraftwerke, weil diese Antibiotika ja generell auch zellgängig sein müssen. Also von daher tut ihr euch da auch einen Gefallen, wenn ihr in diesem Hinblick guckt, dass ihr ohne Antibiotikum auskommt. Also Ursache. Neben der Mikrobiomverschiebung kann eine hormonelle Dysbalance sein. Gerade wenn man jetzt als Frau in einem Alter ist und die Geschlechtshormone nicht mehr auf dem allerhöchsten Level sind, lasst das einfach mal checken, kann Verursacher davon sein. Und natürlich ist es eine immunologische Geschichte. Wenn das Immunsystem auf Trab ist, dann wird es diese Keime im Anfangsstadium schon an der Vermehrung hindern. Das heißt, da ist auf jeden Fall auch hinzugucken. Aber wie gesagt, das hängt ja oft einfach dann zusammen mit dem Darm. Ja, und jetzt sind natürlich diese Bakterien teilweise ja auch tricky. Die wollen ja überleben. Die ziehen sich dann in der Blasenschleimhaut zurück. Und das ist der Grund, warum man dann zum Beispiel, sobald man immunologisch gestresst ist, sich auf den kalten Boden setzt, zack, sich das dann wieder eingefangen hat. Nicht, weil neue Keime eindringen, sondern weil die einfach die Chance haben, aus ihrem Versteck wieder rauszukommen. Ja, also ein Rat, den man immer geben sollte, ist auf jeden Fall immer nach dem Geschlechtsverkehr auf die Toilette zu gehen, weil ganz schnell mal gerade auch Darmkeime oder andere Keime, die da nicht hingehören, den Weg im Harnleiter nach oben Richtung Blase finden. Bei der Frau viel kürzer als beim Mann und da ist das mal ganz schnell passiert. Also wer natürlich das dann gleich wieder los wird, kann von daher auch schon mal vorbeugen. In erster Instanz rät man natürlich, wenn man die Infektion schon hat, viel, viel trinken. Da gibt es ja auch diese Granulattees, Beuteltees aus der Apotheke oder auch Cranberry-Saft. Ja, in der Regel sind das Orthosiphonblätter, Beerentraubenblätter, sonstige harntreibende Substanzen wie Birkenblätter zum Beispiel, die in diesen Tees gemischt sind. So oftmals hilft es aber nicht. Und dann muss man einfach weiter in die Trickkiste greifen. Also dann ist Homöopathie eine Möglichkeit. Es gibt Cantharis Blasenglobuli, da könnt ihr viermal täglich 3 bis 6 Globuli nehmen. Möglicherweise hilft das einfach schon. Ansonsten gibt es Angucin-Infekt-Tabletten, die enthalten einen Meerrettichextrakt. Die verwendet man auch bei Nasennebenhöhlen-Infektionen. Dieser Meerrettich, der wirkt desinfizierend. So, wenn das alles jetzt gar nichts bringt, dann gibt es 2 Varianten, die ihr dazu kombinieren könnt, gemeinsam oder auch zusammen, wie ihr das möchtet. Also, erstens mal denkt ihr zusätzlich sowieso bitte an Vitamin C und Zink, um euer Immunsystem zu stärken. Und dann habt ihr die Möglichkeit, dass ihr euch Methioninpulver kauft. Das ist eine Aminosäure, aus der letzten Endes das L-Cystein gebildet wird. Das ist wiederum die Vorstufe vom Glutathion. Das ist ja vielen ein Begriff, ist ein körpereigenes Antioxidans, ist wichtig für die Leberphase 1 und 2 Entgiftung und hat eine gelatierende Wirkung. Das heißt, es bindet auch Giftstoffe und Schwermetalle. Also da tut man sich auch in dieser Hinsicht absolut was Gutes. So, was jetzt zu bedenken ist, dass im Abbauprozess
von dem Methionin zum Cystein, das Homozystein entsteht. Und das ist vielen ein Begriff, weil es ein Marker ist, um kardiovaskuläre Risiken zu ermessen. Das sollte natürlich möglichst niedrig sein und man sollte verhindern, dass es hier zu einem Anstau von Homozystein kommt. Wie macht man das? Man nimmt einen hochwertigen B-Komplex ein, weil Vitamin B6, B12 und Folsäure werden gebraucht, um das Methionin abzubauen. Ihr achtet bitte darauf, dass Biotin in diesem Komplex dabei ist und dass diese ungefähr 1000 Mikrogramm Vitamin B12, die es in dem Fall sein dürfen, entweder Hydroxycobalamin sind, Adenosylcobalamin oder Methylcobalamin. Bitte nicht, ich habe es im letzten Video auch schon mal angesprochen, Cyanocobalamin. So, Trick Nummer 2. Ich hatte ja angesprochen, dass sich diese Bakterien oft einfach in der Blasenwand verstecken. Und das kann man verhindern. Es gibt das Forskolin. Das ist ein Extrakt der indischen Buntnessel, der es verhindert, dass sich diese Bakterien hier in die Wand zurückziehen können. Da nehmt ihr 3-mal täglich jeweils eine Kapsel. Das sind 400 bis 500 Milligramm pro Kapsel. Und das Ganze kombiniert ihr mit D-Mannose. D-Mannose ist ein Einfachzucker, auch 3-mal täglich, 2 bis 3 Gramm. Keine Sorge, der wird nicht verstoffwechselt, der landet auch nicht auf euren Hüften, aber der ummantelt quasi diese Bakterien, haftet gerade an den feinen Härchen der Escherichia coli an, schleust die einfach mit aus. Und wenn ihr in Kombination einfach denen das Versteckspiel erschwert, habt ihr gute Chancen, ja, dass das Ganze erfolgreich ist. Was vielleicht noch wesentlich ist, einfach mal zu bedenken, ob denn diese mögliche Diagnose Blasenentzündung wirklich auch richtig ist. Ich hatte die Woche einen Klienten, also einen Mann, der geklagt hat, dass er immer wieder überbrennen beim Wasserlassen, ja, dass er das hat und auch einen gelblichen Ausfluss. Und da bin ich hellhörig geworden. Er hat aktuell ein angeschlagenes Immunsystem, definitiv. Und zu erwarten wäre, dass diese Entzündung längst schlimmer geworden wäre, wenn es eine Blasenentzündung wäre. Das heißt, da hätte man dann auf so einem Combo-Stick, kann man ja auch selber testen, Blut im Urin gefunden oder er hätte im Worst Case vielleicht Nierenschmerzen bekommen. Das hat er nicht. Das stagniert seit Ewigkeiten so, ist ein Auf und Ab. Und dem habe ich jetzt gesagt, wenn nach einer Woche diese Therapiemöglichkeiten nicht anschlagen, soll er bitte zum Arzt gehen und einen Test auf Chlamydien machen. Chlamydien gehören eigentlich zu den Geschlechtskrankheiten, nicht erschrecken. Das heißt jetzt nicht, dass ihr euch das so eingefangen haben müsst. Erstens mal können die wirklich jahrelang persistieren, ohne Beschwerden zu machen. Wenn das Immunsystem stark genug ist, kommen die gar nicht zum Zug, werden auch nicht diagnostiziert. Man kann sich das aber ganz leicht einfangen, wenn man gerne in Whirlpools geht. Also die vermehren sich unglaublich gut in warmem Wasser und oftmals sind diese Patienten, die das haben, Saunagänger, die dann auch mal eine Zeit im Whirlpool verbringen. Also das bitte beachten. Okay, ich hoffe, ich habe hier jetzt genug Möglichkeiten aufzeigen können, wie man dem Ganzen immer und ewig den Garaus macht. Wenn ihr Fragen habt, wisst, wo ihr mich findet. Einen tollen Tag noch!